Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um das Thema Provision im Vertrieb, weil häufig ja, stellen ja, Menschen, die im Network Marketing starten, beziehungsweise Menschen, die im Vertrieb einfach allgemein starten, ja, sehr, sehr häufig die Frage: Mensch, wie hoch ist denn die Abschlussprovision? Und sicherlich, die Abschlussprovision ist ein wichtiges Thema, aber es ist halt eben nur ein Thema, welches du ja für dich abchecken solltest, weil viel, viel wichtiger wie die Abschlussprovision ist aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung raus der Verdienst pro Kontakt. Und da möchte ich dir gerne kurz ein Beispiel dazu geben. Eigentlich drei Beispiele, damit du dir oder damit du einfacher verstehen kannst, was ich damit meine und warum das aus meiner Sicht so wichtig ist. Nehmen wir mal an, du bist Networker und möchtest in einem Unternehmen starten und jetzt hast du im Prinzip, ich sag mal, drei Unternehmen im engeren Fokus. Das ist einmal ein Unternehmen aus der Nahrungsergänzung oder aus der Kosmetikbranche. Dann hast du ein Unternehmen, nehmen wir jetzt einfach mal die Finanzdienstleistung, und du hast ein Unternehmen, ja, Energiemarkt, ja. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal das im Detail an. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, okay, nehmen wir das erste Unternehmen, das ist die Nahrungsergänzung. Und bei der Nahrungsergänzung hast du im Prinzip eine Abschlussprovision von 50%, ja. Und du generierst je 10 Kontakte einen Kunden, ja. So, und mit diesen Kunden machst du durchschnittlich, sagen wir mal, jetzt einen Umsatz in Höhe von 200 Euro. So, jetzt hast du einen Verdienst pro Kontakt von 200 Euro, ja, davon diese 50%. Bedeutet, du hast also einen Verdienst von, beziehungsweise Provisionseinnahmen von 100 Euro. Und wenn du diese 100 Euro jetzt durch die Anzahl der Kontakte teilst, dann hast du einen Verdienst von 10 Euro pro Kontakt. Jetzt nehmen wir hier mal eine andere Farbe, dass wir hier ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. So, jetzt nehmen wir mal die als zweites Beispiel Finanzdienstleistung. Ja? In der Finanzdienstleistung hast du, was nehmen wir? 10.000 Euro Umsatz pro Kunde. Wir nehmen 20 Kontakte, die du benötigst, um einen Kunden zu generieren. Und dann haben wir eine Provisionshöhe von 5%. So, und wenn wir das Ganze jetzt ausrechnen, haben wir hier Verdienst pro Kontakt. Ich hoffe, du entschuldigst, meine Schrift ist nicht die schönste. Bei 10.000 5% wären ja dann 500 Euro Provisionseinnahmen. Davon geteilt durch die 20 Kontakte haben wir, wenn ich das jetzt so richtig ausgerechnet habe, 25 Euro pro Kontakt. Ja? Also 25 Euro Verdienst pro Kontakt. So, nehmen wir eine dritte Farbe. Nehmen wir mal jetzt grün. Dann haben wir hier den Energiebereich. Im Energiebereich ist es so, du hast, sagen wir, 2.000 Euro Umsatz pro Kunde. Dafür hast du, weil das Produkt jeder nutzt, ja, weil du das Produkt vielleicht günstiger anbieten kannst, hast du nur zwei Kontakte, die du benötigst für einen Kunden. Und auch hier nehmen wir jetzt einfach die 5% von hier, ja, die 5% Provisionshöhe. So, und dann hast du, wenn wir das jetzt hier teilen, hast du bei 2.000 Euro Umsatz 5% Provision, hast du hier, das sind dann 100 Euro Provision pro Kunde, ja, und da du jeden zweiten Kontakt quasi als Kunde gewinnst, hast du 50 Euro pro Kontakt. Das heißt, wenn man jetzt nur, ja, auf die reine Provisionshöhe schielen würde, dann müsste man zu dem Ergebnis kommen, dass man unbedingt jetzt in diesem Beispiel das Produkt bzw. das Unternehmen aus der Nahrungsergänzungsbranche oder aus der Kosmetikbranche, wie auch immer, ist jetzt nur als Beispiel gedacht, das wählen müsste. Ja? Aber jetzt Frage an dich, wer wärst du denn lieber? Hier, hier oder hier? Ja, also
Entscheidung liegt grundsätzlich bei dir. Das war jetzt einfach mal so ein Impuls, ja, für heute. Ich hoffe, das hilft dir natürlich weiter. Das ist so das, was, ja, was ich immer auch darauf antworte, wenn jemand ja, über Provisionshöhen sprechen will, weil letzten Endes ist die Provisionshöhe zwar wichtig, das ist ein Kriterium, aber viel entscheidender ist der Verdienst pro Kontakt. Und dann kommt natürlich auch noch ja, das Produkt an sich dazu und die Branche, in der man tätig ist. Ja, hast du ein Unternehmen, welches zukunftsfähig ist? Hast du ein Produkt, was ja, eine hohe Begehrlichkeit hat, zum Beispiel Strom, Gas, Wärme? Das nutzt jeder. Ja, da kommt auch keiner drum rum. Zumindest aktuell ist es so. Ja, und solange wir Strom benötigen, wird es auch in Zukunft so sein. Ja, und solange wir eine warme Wohnung haben, wird es auch so sein. Oder eine warme Wohnung haben wollen, so ist es richtig, wird es natürlich auch so sein. Also du musst für dich einfach immer die Frage stellen, okay, ist die Provisionshöhe groß genug, dass ich aus eigenem Antrieb meinen Verdienst erwirtschaften kann? Ja, dann habe ich ein Produkt, welches wirklich sehr, sehr stark nachgefragt wird, ja, wo ich im Prinzip ja auch dementsprechend genügend Kunden generieren kann und habe ich eine Branche, die zukunftsfähig ist. Ja, das sind so diese drei Themen, die du für dich ja abchecken solltest und dann hast du auch ja die Möglichkeit auf nicht nur auf Intuition, sondern auch auf einer guten Faktengrundlage ja deine Entscheidung zu treffen. Ich hoffe wie immer, dass das Video dir weitergeholfen hat. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn der Sache einen Daumen hoch gibst, das Video mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß ja nie, für wen die Infos interessant sind. Ansonsten findest du alle ja weiteren Informationen unterhalb des Videos. Und wenn du keine Videos verpassen willst, wenn du keine ja, Updates, Infos versäumen willst, dann klick jetzt den Abonnieren-Button, schalte die ja, Benachrichtigungen ein und dann wirst du immer wieder informiert, wenn ein neues Video online geht. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.